Projekt neue Autoren und Autorinnen für die Wikipedia. Und zwar, weil es immer weniger gibt. Also weniger Leute bearbeiten die Wikipedia. Und da ist es einfach wichtig, für Nachwuchs zu sorgen. Sag mal, was schenken wir unserer Mutter eigentlich heute zum Geburtstag? Ah, Papa, das ist doch total einfach. Die neue AK 3001. Das klingt super. Lass uns das bestellen. Er fragt mal seinen Sprachassistenten Holohorst. Holohorst, sag mal, was ist eine AK 3001? Hallo Flo, eine Sekunde. Oh, für diese Information muss ich 75 Bitcoin berechnen. Was ist eigentlich mit dieser Wikipedia passiert? Die Wikipedia litt jahrelang unter einem Verlust ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sank deshalb sowohl in Bearbeitungen als auch in Qualität und ist heute eingestellt. Ich habe das für dich einmal ganz praktisch an die Wand projiziert. Also die deutschsprachige Wikipedia wird von niemandem ganz alleine geschrieben. Das sind in Deutschland alleine 5.000 bis 6.000 Leute, die mehrmals im Monat kleine oder große Änderungen machen. Das waren aber mal viel mehr. Im Jahr 2007 waren es knapp 8.000 Leute und seitdem geht das kontinuierlich runter. Die Zahl wird immer geringer von Leuten, die mitmachen. Wow, vielen Dank. Das sieht aber nicht gut aus. Heute sind die Mitglieder da, um mit uns zu diskutieren, was mögliche Ansätze wären, um neue Autoren zu gewinnen. Und wir sind da immer offen. Wir diskutieren gern mit jedem, nehmen alle Ideen auf, weil wir wissen ja auch nicht, wohin die Reise geht. 2017 machen wir 5 Kampagnen in der Wikipedia. Also über Banner versuchen wir, neue Autorinnen und Autoren zu finden. Das war einmal am Ende der Spendenkampagne im Januar, dann einmal im Frühjahr, jetzt im Sommer nochmal. Und im Herbst wird es dann eine große Kampagne geben, wo alle unsere Erfahrungen aus den vorherigen in eine zusammenfließen. Die wird dann hoffentlich sehr erfolgreich. Und bei der nächsten Dankesbanner-Kampagne nochmal. Und wir probieren einfach jedes Mal einen anderen Ansatz aus. Also mal emotional, mal sachlich. Verschiedene Hilfsangebote werden da vorgestellt, um dann zu gucken, was am besten funktioniert. Wow, vielen Dank. Das sieht aber nicht gut aus. Aber zum Glück gibt es ja noch eine andere Option, wie es 2030 um die Wikipedia und das freie Wissen stehen könnte. Die Autorenzahlen sind langsam wieder nach oben gegangen und stabil. Es ist völlig normal, Informationen zu bearbeiten. Holohorst, was ist eigentlich eine AK 3001? Die Wikipedia sagt, die KH 3001 ist eine künstliche Netzhautimplantation. Wow, das sollten wir der Mama auf jeden Fall kaufen.